Wie erhofft, zieht sich die Wache die Handschuhe an. Tja, jetzt hoffen wir bloß, dass sie sich nicht die Handschuhe wieder auszieht, um den Schlüssel in die Tasche zu stecken. Das wäre leicht ungeil. Hallo, ich bin's wieder. Was gibt es? Ja, hier ist der Schlüssel zurück. Ich halte den Atem an und hoffe, dass er den Austausch nicht bemerkt. Hier sind Ihre Schlüssel zurück. Vielen Dank. Merci, Monsieur. Warum fragt er sich nicht, was wir so lange mit den Dingern getrieben haben? Wir haben jetzt so lange gewartet, bis es hier drinne kalt geworden ist. Wir sehen uns später noch. Au revoir, Monsieur. Nun gut, jetzt muss dieser Typ hier nur noch irgendwie von hier weg. Das Einzige, was uns jetzt noch bleibt, ist vielleicht nochmal die Nico anzurufen. Es könnte sein, dass die uns helfen kann. Hi Nico, ich bin's schon wieder. Hab ich mir gedacht. Was willst du diesmal? Was hast du zu dem Maler gesagt? Das wiederhole ich lieber nicht, George. Hör mal, ich muss einen Wachposten aus dem Weg haben. Könntest du anrufen und ihn bitten, dir nochmal den Maler zu geben? Okay, ich rufe gleich zurück. Ja, nur woher hat sie dann die Nummer von diesem Telefon hier? Damals war noch nichts mit Rufnummerübertragung. So, jetzt schauen wir mal, was gleich passieren wird. Von hier aus kann ich in aller Ruhe zusehen, wie sich die Dinge entwickeln. Da kommt er nach oben. Und es geht los. Hey, du. Telefon für dich. Was? Wer ist dran? Woher soll ich das wissen? Wer bin ich denn, dein Sekretär oder was? Es ist nicht zufällig eine Maus, oder? Doch, ist eine Frau. Gehst du dran oder nicht? Sie hat eine warme, sinnliche Stimme wie geschmolzene Schokolade. Ja, ja. Sie hat eine wirklich sexy Stimme. Jetzt beweg dich schon. Ich rede nicht mit ihr. Ah, das sehe ich. Du verschwendest ja lieber deine Zeit, indem du mit mir redest. Oh, du verstehst mich nicht. Ich will nicht mit ihr reden. Du willst nicht? Willst nicht? Ich vergeude hier meine kostbare Zeit und du... Das ist doch lachhaft. Deine Zeit und kostbar. Du stehst den ganzen Tag nur rum. Ich habe einen extrem verantwortungsvollen Job hier. Komm mir nicht mit, ha! Du elefantöser Dummbart, mein Job ist wichtig. Unmöglich. In dem Fall hätten die ja wohl jemand Kompetenten engagiert. Was soll das heißen? Stattdessen haben sie einen abgewrackten Mietbullen wie dich dahingestellt. Nur Epauletten, aber kein Hirn. Oh, du Verfluchter. Das sieht so aus, als ginge es noch eine ganze Weile so weiter. Die Gelegenheit ist einfach zu günstig, als dass ich sie ungenutzt verstreichen lassen dürfte. Tja, an dem, was der Maler hier sagt, scheint ja schon etwas dran zu sein. So wie der sich jetzt hier, ja, da stellt sich jetzt hier hin und streitet sich mit dem. Aber, jo, was er da unten zu bewachen hat, ist ganz egal. Der Wächter erzählt dem Maler, da sei ein Anruf für ihn. Und der Maler glaubt ihm kein Wort. Wie? Sieht aus, als hätte er schon genug Ärger, auch ohne, dass ich mich noch einmische. Na gut, dann lassen wir die beiden jetzt einfach mal alleine vor sich hin turteln und verschwinden in die Tiefen der Katakomben. Und schauen uns mal ein wenig diese Ausgrabungsstätte an. So, da sind wir. Und hier geht es nach unten. Und ansonsten ist hier... Oh, da kann man noch was angucken. Nein, danke. Ich trage schon genug Plunder mit mir rum. Ja, komm, so ein hübscher Schädel auf dem Regal irgendwo im Wohnzimmer, das ist doch was. Naja. Wollt ihr sich dann selber ausgraben, oder... Das werden wir wohl niemals erfahren. Nun gut, hier sehen wir schon das, weshalb wir hier sind. Deshalb schauen wir doch mal. Kein Zweifel, das ist das gleiche Götzenbild, das ich in Syrien gesehen habe. Baphomet. Die Templer sind also mit Sicherheit hier gewesen.
Gut, hier geht's wieder nach oben. Und was noch bleibt, ist der Fuß der Statue. Und ansonsten ist hier nichts mehr. Aus der Nähe ergibt das Muster keinen Sinn. Es fächert sich um eine Achse herum auf, mit einer Art Schwerpunkt zu einer Seite. Aha. Könnte es denn sein? Wir sehen jetzt hier, ja, wenn die Maus nicht ständig dann sich in ein Auge verwandeln würde. Hier sehen wir ja den, dieses Zentrum, was es hier gibt. Und das sieht so podestmäßig aus. Könnte es denn sein, dass unser Kelch da genau drauf passt? Oh ja. Und da ist es, entschlüsselt durch die Biegung des Kelches. Das Bild einer Kirche. Wieder in Nikos Apartment. Ich habe herausgefunden, wozu der Kelch war. Du hast das Rätsel gelöst? Ja. Es gab ein verzerrtes Bild auf dem Gelände von Baphomet. Als ich es in der polierten Oberfläche des Kelches betrachtete, veränderte es sich. Was war zu sehen? Ein Bild von einer Kirche mit eckigem Turm. Nun gut. Wir haben eine Kirche mit eckigem Turm. Und wir können der Nico noch unseren hübschen Schlüssel hier zeigen. Der wäre doch was dann für an ihre hübsche neue Kette zu hängen. Nein. Na gut, dann eben nicht. Ja, wie geht es jetzt weiter? Ich glaube, ich werde den Kelch besser der Gräfin zurückgeben. Beeil dich, George. Dann sollten wir dies auch tun. So, wir gehen wieder zum Flughafen. Und fliegen zur Villa de Vasconcellos. Einige Stunden später. So, da sind wir wieder. Und wir haben wieder spanischen Boden unter unseren Füßen. Die Frage ist jetzt nur, wie es denn weitergehen mag. Ich glaube, den Lopez lassen wir jetzt erstmal außen vor und begeben uns direkt zur Gräfin. So, dann auf nach oben. Und die Gräfin scheint uns auch schon mehr oder weniger zu erwarten. Dann reden wir doch mal mit der. Ach, Senior Stoppard, was für eine Freude. Bitte setzen Sie sich. Hallo, Frau Gräfin, die Freude ist ganz auf meiner Seite. Ich bringe Ihnen den Kelch zurück. Oh, Sie haben ihn gereinigt. Ja, da war dieser hilfsbereite Priester mit dem weichen Lappen. Haben Sie das Rätsel der Tempelritter gelöst? Nein, noch nicht. Ich weiß noch nicht einmal genau, was ich eigentlich suche. Es gibt viele Geschichten über Tempelritter, die große Reichtümer heimlich beiseite schaffen. Was auch immer. Alles, was ich weiß, ist, dass ich es nicht den Bösen überlassen will. Ach, noch einmal jung zu sein und in einer Welt mit absoluten Moralbegriffen zu leben. Die Frage ist dann nur, wer ist hier gut und wer ist hier böse? So wirklich sicher kann man sich dabei ja auch nicht sein. Ich habe etwas Erstaunliches mit Hilfe dieses Kelches entdeckt. In Paris habe ich eine Kirche gefunden, in der man das Wappen erkannte. Ich habe dort das Grab von Don Carlos de Vasconcellos gefunden. Sind Sie sicher? Kann es sich nicht um einen Irrtum handeln? Das Wappen auf dem Kelch stimmt mit dem auf dem Grab überein. Unglaublich. Ihnen gebührt mein zutiefst empfundener Dank. Ich muss so schnell wie möglich dorthin. Klar, ich wäre glücklich, Ihnen die Stadt zeigen zu dürfen. Ja, aber wir haben noch sehr viel mehr gefunden. Ich habe noch etwas entdeckt, das in den Sarkophag von Don Carlos geschnitzt war. Biblische Stellenangaben. Was für Zitatstellen, Senior Stoppard? Psalmen 32,7, Korinther... Ich bin nicht bewandert genug in der Bibel, um Kapitel und Vers auswendig zuordnen zu können.
Was ich meinte war, wie lauten die Zitate? Das habe ich doch glatt zu fragen vergessen. Tja, wir müssen irgendwie uns jetzt diese Zitatstellen organisieren. Gehen wir hier nochmal schnell durch. Sagt Ihnen dieser Lappen irgendwas? Was bezwecken Sie mit dieser Frage? Nichts Sinnvolles. Danke, das habe ich gerade eben auch gedacht. Gut. Ich schaue mich mal um, wenn ich darf. Mein Haus ist auch Ihr Haus. Ich werde hier bleiben. Dann machen wir einen kurzen Rundgang. Vielleicht haben wir noch die Möglichkeit, hier irgendwo irgendwie eine Bibel zu finden. Ich liebe Rüstungen. Tut doch wohl jeder. Ich werde diese Rüstung nicht anziehen und sonst fällt mir kein Verwendungszweck ein. Auch schade. Das hätte ich gerne mal gesehen. Oh, hier können wir etwas mitnehmen. Wenn wir einen Spiegel mitnehmen können, sollten wir das auch tun. Ein kleiner Spiegel hängt über dem Becken. Vielleicht brauchen wir den noch. Ja, da hinten ist wieder Lopez. Nein, ich werde mich doch nicht an Lopez Schlauch vergreifen, wo wir doch gerade so gut miteinander auskommen. Ach, Herr Jemine, der Gag mit dem Schlauch. Na gut. So, es gab hier sogar eine Bibel. Aber erstmal reden wir mit dem Lopez.